Jarvis, du bist kein Tag gealtert. Willkommen zurück, Mr. Stark. Hab dich vermisst, Kumpel. Zum Abflug bereit? Voll einsatzfähig. Sag mir, wo es hakt. Die Chimera läuft mit Sekundärenergie. Wir haben schwere Rumpfschäden. Triebwerke offline. Klima... Also übel. Das ist eine korrekte Einschätzung. Okay, dieser Vogel muss in die Luft. Wie bitte? AIM weiß, dass er hier ist. Dann darf er nicht mehr hier sein, wenn sie eintreffen. Was? Alles klar. Würdest du dir etwas für mich ansehen, während wir arbeiten? Natürlich, Sir. Versuch bitte, diese Datei zu entschlüsseln. Sofort. Ich muss schauen, warum die Turbinen nicht anlaufen. Ich sollte mir mal die Initiatorkerne im Hangar ansehen. Jarvis, Papa ist wieder da. Du kannst die Kindersicherung am Tech-Labor entfernen. Verzeihung, Sir, das habe ich buchstäblich nicht in der Hand, weil Master Bruce gerade neu verkabelt. Will ich wissen, was hier vor sich geht? Hey, Tony. Ich unterstütze Bruce nur bei einem technischen Problem. Oh, ich sehe schon. Ihr wartet Arbeit auf mich. Das ist keine Hilfe, Tony. Mich live von irgendwo in Utah. Ah, die alte Kantine. Oh, ich bin live. Nach der heutigen Notfallwarnung von AIM kann ich bestätigen, dass sich Iron Man und Hulk gemeinsam in einer abgelegenen Gegend von Utah der Verhaftung durch die Behörden. Moment, hat das nicht vorher funktioniert? Okay, Jarvis, Zeitnahme. 1,04 Sekunden, Sir. Oh. Ich bin etwas eingerostet. Jarvis, Frage. Wo bewahren wir die Zündkerzen auf? Die Initiatorkerne sind in der anderen Ecke des unteren Decks, Sir. Volltreffer! Bekomme ich jetzt einen Preis, Sir? Den größten Preis von allen. Meine Zuneigung. Wie aufregend. Oh ja, das entspricht völlig den Sicherheitsstandards. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Wenn ich nur... Oh, das sind definitiv die Initiatorkerne. Moment, haben die größeren AIM-Bots nicht ähnliche Kerne? Wenn ich so einen hätte, wäre der alte Vogel sofort wieder in der Luft. Korrekt, Sir. Aber jemand müsste besagten Initiatorkern beschaffen. Ja, ich habe praktisch keine Rüstung. Aber vielleicht könnte ich was zusammenbasteln. Ich durchsuche das Inventar nach übrig gebliebenen Rüstungsteilen. Danke, Kumpel. Hey, Tony, ich arbeite noch an der Tür. Kannst du mal nach Kamala sehen? Sie hat wohl ihre Sprechanlage ausgeschaltet. Oh, okay. Sicher. Ja, diese... ganze Sache bestimmt hart, sich daran anzupassen. Alles klar.
Zweiter Stock der alten Crew-Quartiere, stimmt's? Jarvis, kannst du sehen, ob sie überhaupt oben ist? Sir, es gibt kein Überwachungssystem in den Privatquartieren. Wer hatte denn diese Schnapsidee? Sie, Sir. Natürlich. Wow. Hey! Tut mir leid. Klopf doch an! Ich hab's versucht, das ist eine Klopffaust. Jarvis, hilf mir doch mal. Der Sperrmechanismus einiger Crewquartiere auf der Chimera scheint noch nicht aktiv zu sein. Dachte ich mir. Ich kümmere mich drum. Bitte tu das. Wir treffen uns in 10 Minuten auf dem Kommandodeck. Du solltest auch kommen. Ich weiß, ich sehe lächerlich aus. Ja? Das tust du. Mann. Nein. Das tun wir doch alle. Das gehört zum Job. Hast du Matoas Outfit gesehen? Wehender Umhang? 80s Schulterpolster. Ziemlich lächerlich. Ich stehe auf diesen, Oh, das ist ein Bikini. Meine Ma hat ihn mir gekauft. Muslimas tragen sowas zum Sport, weißt du? Das ist cool. Oh, ich denke, ich sollte was anderes warte, anziehen. Warte. Beim Outfit geht's nur um Haltung. Wirk einfach überzeugend. Los, zeig mal. Komm schon, das kriegst du besser hin. Ja, genau, das meine ich. Okay. Vielleicht könnte ich dir mit einem Upgrade helfen. Ich habe schon ein paar Ideen. Wirklich? Ja. Oh, und wenn Bruce was sagen sollte, erinnere ihn einfach dran, dass er eine super stretchy Leggings trägt. Bruce, der Kleinen geht's gut. Sie ist zäh. Ich mag sie. Und sie lacht über meine Witze. Ja, sie wächst einen ans Herz. Hey, kommst du zu mir ins Tech-Labor? Die Tür ist so gut wie repariert. Wird gemacht, Stretchhose. Wie bitte? Nichts, bin unterwegs. Du arbeitest immer noch an dieser Tür, oder? Ich muss nur den kompletten Verteilerkasten entfernen und dann die Verbindung... Ah, gut gemacht, Kumpel. War doch gar nicht so schwer. Langsam erwacht hier alles wieder zum Leben, was? Willst du ein Kompliment hören? Nein, war nur eine Feststellung. Na schön. Danke für deine Hilfe, Tony. Siehst du, war gar nicht so schwer, oder? Endlich daheim. Falls wir irgendwo hin wollen, brauche ich eine alternative Energiequelle. Die Chimera ist für Terrigen ausgelegt, aber ich kann sie für etwas weniger Explosives umbauen. In meiner alten Werkstatt ist alles, was wir brauchen. Ich scanne die Region auf Quellen, aber es wird etwas dauern, die Wärmesignaturen potenzieller Initiatorkerne zu identifizieren. Gut, bis dahin brauche ich eine neue Rüstung. Wo finde ich Teile, um die Fertigungseinheit zu reparieren? Ich habe einen guten Bergungsort gefunden und die Koordinaten an den Einsatztisch gesendet. Sobald Sie bereit sind. Einsatztisch, verstanden. Fertigungseinheit reparieren, glänzende neue Rüstung bauen, dann den Vogel in die Luft bringen. Fury hat uns von hier oben immer angebrüllt. Ich vermisse ihn irgendwie. Ich kann kaum glauben, dass sie dieses Ding gefunden haben. Du fehlst mir, Kumpel. Okay, erstes Ziel. Ohne mein eigenes Upgrade bin ich bei der Reparatur der Chimera keine Hilfe. Jarvis, was hast du für mich? AIM verlegt gerade ein experimentelles Landungsschiff mit Teilen, die sich für die Reparatur der Fertigungsmaschine eignen könnten.
Leider ist es extrem gut bewacht. Aber Ames Verteidigung ist auf einen großen Luftangriff ausgelegt. Wenn ich allein anfliege, mit der Schlucht als Deckung, komme ich rein und kann das Schiff entführen. Das ist riskant, aber ich sehe derzeit keine Alternative. Ich lade die letzte bekannte Position des Landungsschiffs auf ihr HUD. Wegen der Schlucht kann ich nicht alle Infos bestätigen. Sie sollten sich beeilen. Meine Rüstung ist nicht die neueste, aber sie sollte mich in einem Stück hinbringen. Höchstens zwei. Wir müssen schnell sein. Aktualisiere ihr HUD. AIM weiß von unserem Eindringen. Und wenn wir es einen Überraschungsbesuch nennen? Eindringen klingt, als wären wir dabei die Bösen. Jawohl, Sir. Also Beschaffungsausflug. Ich weiß nicht, wie lange unsere Beute an ihrer Position verweilen wird. Alles klar, beeilen wir uns. Wie viel Feuerkraft hat AIM da unten? Ziemlich viel, so wie es aussieht. Und wie viel davon ist Tech, die sie Stark Industries nach dem A-Day gestohlen haben? Unmöglich zu sagen im Moment. Wahrscheinlich sehr viel. Das Karma ist nicht mein Freund. Die metaphorische Uhr tickt, Sir. Ich weiß, Kumpel. Die Chimera muss starten, bevor AIM sie findet. Und ich brauche eine anständige Rüstung. Weißt du, ich müsste keine Teile schnorren, wenn Bruce mich vor 5 Jahren unterstützt hätte. Schon vergessen, Sir. Dreckiger Schnee aus einer schlechten Zeit. Ernsthaft eine Rüstung? Das ist witzig. Mach die KI frech, habe ich gesagt. Das wird lustig, habe ich gesagt. Sie haben noch 30 Sekunden. Der Aufzug führt zu dem Landeplatz, den wir brauchen. Okay. Sieh dir das an. Gegen welchen Staat will AIM in den Krieg ziehen? Diese Munition ähnelt ebenfalls ihren Entwürfen. Da will man sie doch gleich in die Luft sprengen. Thank you.
Sichern wir das Landungsschiff und hauen ab, bevor AIM große Geschütze auspackt. Buchstäblich. Ich stimme Ihnen zu, Sir. Dr. Tarleton würde mit Sicherheit nur zu gerne auf Ihrem Grab tanzen. Danke, Jarvis. Jetzt habe ich das Bild von George im Kopf, wie er auf meinem Grabstein herumhüpft. Verzeihung, Sir. Das Landungsschiff müsste direkt vor Ihnen sein. Hey, ist hier doch recht gemütlich. Ich finde diese Ansammlung gelagerter Waffen Wo zur Hölle ist mein Landungsschiff? Scan läuft. Das Landungsschiff wurde an eine sichere Position gebracht. Wir können es nicht vor dem Start erreichen. Doch, wenn wir die Rüstung um 300% überlasten und den direkten Weg nehmen. Sir, Sie könnten buchstäblich explodieren und diese Schlucht ist gefährlich. Schon, aber ich brauche die Geschwindigkeit. Vorwärts, Goose, und spiel was Schnelles. Ihre Rüstung hält nicht ewig. Diese Rüstung ist alles, was ich noch besitze, nachdem George Golden Acres niedergebrannt hat. Ich werde sie nicht aufgeben. Die Handschuhe machen komische Geräusche. Kein Wunder, Sie haben einen akustischen Dämpfungsschaltkreis verloren. Alle Systeme sind rot. Was du nicht sagst. Weiter, Sir. Jarvis? Jetzt kann ich den A-Day wieder gut machen, der Kleinen helfen und ganz ehrlich, es Georgie Boy zeigen. Natürlich mache ich weiter. Vorsicht, Ihre Artillerie visiert Sie an. Achtung! Okay! Das Landungsschiff ist geschützt. Löse mit der restlichen Energie der Rüstung einen EMP aus, wenn ich in Nähe bin. Geschafft. Jarvis. Ja, Sir. Ich habe das Landungsschiff gescannt. Es enthält die für die Reparatur der Fertigungsmaschine erforderlichen Teile. Ausgezeichnet. Sehen wir jetzt nach den Kindern und dann ab nach Hause. Bruce, Kamala, hört ihr mich? Laut und deutlich. Bruce ist im Harmraum und tut so, als wäre er, Ich will's gar nicht wissen. Und hattest du Glück da draußen? Klar. Bald haben wir alle neue Outfits. Die Fertigungsmaschine dürfte im Handumdrehen wieder laufen. Klasse. Ich kann's kaum erwarten, Bruce eine neue Yogahose zu machen. Oh, das hat Spaß gemacht. Es ist schön, wieder im Sattel zu sitzen. Ja, Sir. Sie haben nichts verlernt. Ah, das Schmeichelei-Upgrade funktioniert. Werfen wir einen Blick auf unsere Beute. Ah, das ist der Jackpot, Kumpel. Genau das brauche ich für die Reparatur der Fertigungsmaschine. Freut mich zu hören. Vor allem, da Ihre aktuelle Rüstung derzeit, wie sagt man, kaputt ist. Hey, er hat funktioniert, oder? Diese Tech kam mir gleich bekannt vor. Das alles basiert auf meinen Entwürfen. Manches ist sogar identisch. Sie nutzen die Übernahme der Stark-Tech wirklich voll aus. Ich hatte gehofft, Sie lagern das Zeug nur ein. Bewohner von Utah, haben Sie heute Morgen ein Erdbeben gespürt? Alles klar.
Das ist schon besser. Sehe ich nicht toll aus, Jarvis? Mach ein Foto. Gute Arbeit, Sir. Endlich bin ich wieder der Alte. Ich konnte etwas Energie nicht nur auf die Fertigungsmaschine, sondern auch auf andere Bereiche wie den Inventartresor umleiten. In Ihrem Tresor ist veraltetes Equipment, Sir. Soll ich es verbrennen? Was? Nein, das ist kein Müll, Jarvis. Das sind meine Sachen. Ich sehe mir das an. Wie Sie wünschen.